Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Diamond Painting mit Franzi. Ich habe gedacht, ich mache den Vogel jetzt weiter. Habe schon alles vorbereitet. Nun legen wir mal los. Ich mache jetzt hier so die 5. Das ist noch ein bisschen viel. Ich habe jetzt auch bei AliExpress mal hingeschrieben, dass ich ja schon seit jetzt 5 Wochen warte auf meine Sachen. Es sind 3 verschiedene Verkäufer. Einer hat mir zurückgeschrieben, ja, ich soll doch noch warten. Es ist noch auf dem Weg. Und da habe ich mir gedacht, ja, wie lange genau? Ich meine, 4 Wochen ist okay. 5 Wochen kann ich vielleicht auch noch verzeihen, aber jetzt kam sie heute auch nicht. Naja, ich weiß ja nicht. Ich weiß es nicht. Es ist halt langsam echt nervig. Ist echt nervig. Mein Hund frisst auch gerade im Hintergrund. Immer wenn ich ein Video drehe, hat sie Hunger. Ist natürlich ganz anstrengend für ihr. Ich wollte euch echt gerne meine Bilder vorstellen, wenn sie endlich mal kommen. Ey, das geht mir aber auf den Sack. Normalerweise hätte ich nicht so Probleme gehabt. Ich habe mir ja 2 Stifte bestellt. Die haben hier vorne, ja, hier vorne direkt irgendwie so eine Spitze mit Wachs. Und hier drinnen haben sie Perlen. Da habe ich 2 Stück bestellt. Dachte, naja, probierst du mal. Waren jetzt auch nicht teuer. Ich glaube, 2,41 €, was einer gekostet hat. Das ist jetzt nicht wirklich teuer. Und sogar der kam noch nicht. Die kamen noch nicht. Und der war das ja, wo geschrieben hat hier. Warten Sie noch. Der will nicht. Wie gesagt, letztens hatte ich an dem Bild noch ein bisschen weitergemacht, halt ohne Kamera. Weil ich dachte, naja, man muss ja ein bisschen vorankommen, sonst werden das ja keine Ahnung wie viele Videos. Aber wenn ich mal weitermachen sollte und ich mache kein Video dazu, werde ich beim nächsten Video euch den Fortschritt zeigen, wie weit ich gekommen bin. Das ist auch kein Problem. Ne?
Momentan habe ich ziemlich Nackenschmerzen und Nackenprobleme. Oder irgendwie einen Nerv eingeklemmt. Ich weiß es nicht. Zunge fühlt sich so ein bisschen taub an. Es kribbelt immer. Ich hoffe, dass das langsamer weggeht. Das ist auch ganz schön nervig. Wenn das so knackst, ist es nur, dass die sich richtig dann auch hinlegen. Und dass die drin sind, die Steine. Also ist nichts Schlimmes. Manchmal habe ich das Gefühl, die wollen aber auch nicht rein. Nee, sowas. Der Moped, nein, ein scheiß Wetter zur Zeit. Ein paar Tagen hat es noch richtig geschüttet. War es aber warm, sag ich mal, 10, 11 Grad, 12, 13. Ich glaube, das Höchste waren jetzt 14 Grad. Und gestern Sonne gescheint. Und zack, Bams, haben wir Minusgrad. Es kommt halt gut, wenn es dann zuvor noch geregnet hat. Das wünscht man sich natürlich. Oh, da ist noch eine 4, sehe ich gerade. Das mit immer frei. Am Wochenende werde ich wahrscheinlich kein Video machen. Aber das macht hier nichts, weil da habe ich Besuch. Deswegen mache ich jetzt ein bisschen Videos, dass ihr was zum Gucken habt. Seht ihr das hier? Hier bin ich jetzt so circa. Ich mache die Fünfen. Nebenbei läuft mein Fernseher wieder. Ich dachte, wir wohnen in einer ganz ruhigen Gegend. Ich mag es zwar, aber wenn ich jetzt wie Painting mache, dann möchte ich schon gerne nebenbei was hören.